Karriere was im Radsport zu tun und das ist hiermit Erfolg für die nächsten 3 Jahre und ich freue mich drauf. Ich werde sicherlich das eine oder andere nicht perfekt machen, aber solange man sein Bestes gibt, kann man mit sich zufrieden sein. So war das im Sport und so wird das jetzt als Manager auch sein. Und ich glaube, das Team Coast kann natürlich von deinen Kontakten, die natürlich noch sehr eng sind zur Rennszene, profitieren. Da war zu hören, zu lesen, dass aus dem Team Festina möglicherweise im nächsten Jahr, also von deinem alten Team, einige Fahrer zu Coast wechseln werden. Gibt es da schon Konkretes oder ist das alles noch in der Schwebe? Gut, es gibt Konkretes, das heißt konkrete Wünsche meinerseits. Die 3 deutschen Fahrer, unter anderem den Sven Teutenberg, der hier heute Abend da ist, möchten wir natürlich mit rübernehmen und das Professionellste von unserer Struktur. Und es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber solange die Gespräche laufen, ist da, glaube ich, der richtige Weg. So, jetzt also noch 2 Runden bis zur ersten Wertungsabnahme im Rennen der Elite-Frauenklasse. Und in der nächsten Runde Prämie. 20 und 20D. Ich glaube, heute Abend ist natürlich die Wahl der Runde auf der Gefahrenwertung auch unheimlich wichtig. Es ist für den Fahrer nicht so angenehm, so ein Hotdog heißt der, so ein Rundkurs eigentlich, weil es da immer hoch und runter geht, wie halt bei einem Hotdog. So eine Veranstaltung wie hier, wie es sie jetzt auch immer häufiger gibt in Deutschland, trägt auch zur Attraktivität des Radsports zu. Weil es ist so, wir alle kennen die Tour de France, aber die Stars zum Anfassen, die gibt es eigentlich nur bei solchen Veranstaltungen wie heute hier in Hamm. Und ich glaube, alle Sponsoren, die sowas möglich machen, die bringen den Radsport weiter nach vorne. Und ich bin da völlig ein bisschen vorbelastet. Der Radsport ist meine Sportart und deshalb kann man eigentlich nie genug für ihn tun. Aber wie gesagt, man sieht hier ein Spektakel. Heute gibt es einen schönen Renntag und wir sehen super Sport. Ich glaube, das sollte im Sinne aller sein und die Sponsoren nochmal ganz herzlichen Dank, weil bei solchen Veranstaltungen wird der Radsport dem Volke ganz nahe gebracht. Da hat man Stars zum Anfassen und das ist gut so. So, und jetzt also die erste Prämienabnahme im Rennen der Elite-Frauenklasse. Es geht um 50, 30 und 20 D-Mark, gestiftet von den Stadtwerken Hamm. Und Einfahrt in die erste Wertungsrunde, Prämiengewinnerin Anka Kupfernagel. Stellt man sich meistens um, weil wenn man die schärfsten Kurven 90 Grad irgendwo gewohnt ist und ewig lange geradeaus fährt, dann tut sowas natürlich weh, gerade wenn es dann halt Runde um Runde wieder heißt antreten. Und dann hat man es auch als etablierter Profi, der die Tour de France gefahren ist, auch unheimlich schwer gegen die Spezialisten auf solchen Kursen. Es gibt Rennfahrer, die fahren das ganze Jahr lang nur auf solchen Runden und die haben da natürlich einen Vorteil. Und die 5 Punkte holte sich Clarissa Breuer, VfL Rheinbach. 3 Punkte an die Silbermedaillengewinner von Sydney, an Anka Kupfernagel. Und auf Platz 3 Andrea Hannemann. Die geholt haben sich jetzt auch abgesetzt, haben, wie man so schön sagt, nach der Wertung durchgezogen und schon einen beträchtlichen Vorsprung gegenüber dem Verfolgerfeld herausgefahren. Also 5, 3, 2. Ja, wir werden sehen, was die weiteren Rennrunden bringen. Wir haben jetzt gerade ein bisschen gefachsimpelt. Die Anka wird natürlich, obwohl sie schnellste Sprinterin ist, versuchen, die Gruppe auseinanderzufahren. Man sieht es auf der Gegengeraden.
man wird sogar in der Schublade gestellt, ja, jetzt lässt man den anderen noch nicht mal die Kleinen rennen. Oder aber man gewinnt nicht und dann heißt es, man kann nicht mal so ein kleines Rennen gewinnen. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Aber ich glaube, die Namen hier zeigen, das ist Sport, die, jede Verlegung geht ans Leistungslimit. Und das lässt sich das was zählen. Einsatz, Leistung, wenn man nicht so abhört, dann ist man sicherlich immer froh, wenn man nicht immer ans absolute Leistungslimit gehen muss. Aber wie ich die Hand kenne, werden wir hier noch einiges von ihr sehen. Und jetzt kommt die Gruppe noch zusammen an, aber es sind noch 23 Stunden. Eine Doppelprämie, geschnitten wird von der Sparkasse Hahn. 50 Mark für die erste Fahrerin und ebenfalls 50 Mark für die zweite Fahrerin. Und informieren Sie sich einfach direkt in einer der Geschäftsstellen in Ihrer Nähe. Und Sie sind jetzt alle hinterher. Die Dreiergruppe. Entschuldigung, noch mal eine Frage. Wenn man weiß, dass es in der letzten Wertung maximal 10 Punkte zu holen gibt, dann der Effekt allein eigentlich schon fest. Jetzt also die Prämie der Spar- und Darlehenskasse Bochum-Höbel. Jeweils 50 D-Mark für die beiden ersten Fahrerinnen, 50 D-Mark an Hanka Kupfernagel und 50 D-Mark an Lady Dijkstra.
Jetzt geht es in die letzte Runde im Rennen der Elite-Frauenklasse um den großen Preis des Allee-Centers. Letzte Runde, letzte Runde. Team voll im Gange. Leni Dijkstra und Hakan von Nagel vorne. Und Marcel Wüst hat recht gehabt, die Siegerin, die wollte natürlich auch in der letzten Wertung als Erste über den Zielstrich fahren. Die Drittplatzierte, Clarissa Breuer, VfL Rheinbach, mit insgesamt 25 Punkten. Und die Siegerehrung wird durchgeführt von Marcel Wüst. Einmal Tour de France, Atmosphäre anders herum. Ja genau, ich habe gerade natürlich direkt an mich gerissen, dass man gesagt, wir suchen halt für die Siegerehrung im Damenrennen. Habe ich gedacht, ja gut, sonst durften die Mädels nicht wissen oder mussten, heute sind umgekehrt, wollen wir mal alle von profitieren. Auf dem zweiten Platz mit insgesamt 29 Punkten, Leni Dijkstra aus den Niederlanden. Favoritenrolle gerecht geworden mit 46 Punkten. Gewann in dieses Rennen die Silbermedaillengewinnerin von Sydney, Hakan Kupferhagen. Das sind also die drei Erstplatzierten im Rennen der Elite-Frauenklasse über insgesamt 39 Kilometer um den Preis des Allee-Centers. In Applaus nochmal für die ersten drei Platzierten. Hakan Kupferhagen.